Genau, jetzt gucken wir uns an, was machen wir denn beim Einfügen? Wie können wir einfügen? Wir wollen jetzt hier einfügen, beispielsweise ich habe mir jetzt irgendwann überlegt, die 13. Wie können wir die 13 einfügen? Was müssen wir machen? Auch jetzt müssen wir eigentlich überhaupt keine Elemente vergleichen. Wir gucken uns einfach nur die Struktur des Baumes an. Ja, das ist, liefert uns jetzt sozusagen diese Eigenschaft, dass es ein binärer Suchbaum ist. Ja, wir vergleichen das einzufügende Element hier oben mit der Wurzel. Ja, und wenn das kleiner ist als die Wurzel, wissen wir, müssen wir es im linken Teilbaum einfügen. Also gehen wir nach links. Wir werden es immer irgendwie als Blatt einfügen. Das heißt, wir laufen jetzt so lange nach unten, bis wir die richtige Position gefunden haben. Also im Prinzip ist es wie die Suche. Ja, das heißt, wir würden jetzt die 13 mit der 11 vergleichen. Okay, die 13 ist größer als die 11, also gehen wir nach rechts. Die 13 ist kleiner als die 17, also gehen wir nach links. Die 15 hat jetzt keine Nachfolger mehr, ist selbst ein Blatt. Das heißt, hier werden wir jetzt die 13 gleich dranhängen. Und zwar gucken wir uns wieder an, wir vergleichen die 13 mit der 15. Das heißt, wir hängen das Ding hier unten dran. Wenn wir die 16 einfügen würden, ja, würden wir genau das gleiche machen, die würden wir hier einfügen. Ja, weil die 16 halt größer ist als die 15. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich nur eine Suche machen, sozusagen nach diesem Element. Ja, und dann sozusagen an der Position, wo das Element stehen würde, da müssen wir es einfügen. Und das sieht dann aus wie folgt. Ja, ich mache hier oben im Prinzip eine Suche. Ja, das ist im Prinzip eine Suche. X ist die Wurzel des Baumes. Ja, und dann laufen wir sozusagen runter. Entsprechend, was ich gerade gesagt habe, dem Vergleich sozusagen, an welcher Position das eingefügt werden müsste, ja, laufen so lange nach rechts und links, ja, und dann hänge ich es hier quasi tatsächlich ein. Sozusagen, ich habe hier das Blatt gefunden. Y ist sozusagen das Element, was jetzt um den Nachfolger sozusagen ergänzt wird. Das war eben bei dem Einfügen der 13, war es halt die 15. Ja, hier mit diesem P setzen wir, das ist sozusagen der Parent, Elternknoten. Ja, sozusagen Y ist der einzufügende Knoten. Nein, Quatsch. Z ist der einzufügende Knoten, Entschuldigung. Z ist der einzufügende Knoten und der Elternknoten von Z ist sozusagen der letzte Knoten, den ich hier besucht habe. Das ist hier in diesem Fall das Y. Wenn wir die 13 einfügen wollen, ist das das Y. Hier kommt der Knoten Z hin. Da steht jetzt irgendwie die 13 drin, die wir da gerade eingefügt haben. Ja. Genau, und dann hänge ich das entsprechend hier rein. Ja. Und wenn das Z kleiner ist als das Y, dann kommt es links rein und sonst kommt es rechts rein. Also auch nicht weiter spektakulär. So, ein bisschen aufwendiger ist die Löschoperation. Da gucken wir mal gerade. So, da habe ich ja jetzt, kann ich mehrere Fälle haben. Ich kann einmal den Fall haben, dass ich beispielsweise die 10 löschen möchte. Das ist relativ unspektakulär, wenn also der Knoten, den ich löschen möchte, keinen Nachfolger hat. Ja, dann suche ich den einfach und schmeiße ihn raus. Müsste also sozusagen einfach dann diese Verbindung hier kappen. Der zweite Fall, der irgendwie auftreten kann, der zweite Fall, der auftreten kann, ist, wenn ich einen Knoten habe mit genau einem Nachfolger. Was mache ich dann? Ziehe ich einfach den Knoten hoch. Dann würde ich sozusagen einfach die 18 könnte ich einfach hier hochziehen. Und der dritte Fall, das ist der Fall, wo ich einen Knoten mit zwei Nachfolgern habe. Wenn ich jetzt hier beispielsweise die 11 rauslösche, ja, da muss ich gleich mal gucken, was ich da mache. Ja, welche Kandidaten bieten sich da an? Auch da bieten sich mehrere Kandidaten an. Wenn ich die 11 lösche, welche möglichen Kandidaten bieten sich dafür an, dass ich sie anstelle der 11 einfüge? Ich muss jetzt irgendwas an der Struktur des Baumes machen, weil ich ja diese binäre Suchbaumeigenschaft erhalten möchte.
Also das würde sich anbieten. Was hat der Knoten für eine Eigenschaft? Das ist der kleinste Knoten in diesem Teilbaum. Gäbe es noch eine andere Alternative? Genau, die 10 könnten wir auch da reinhängen. Warum? Weil es der größte Knoten in diesem Teilbaum ist. Na, ich muss ja diese Suchbaumeigenschaft erhalten. Alles, was links ist, ist größer, kleiner. Alles, was rechts ist, ist größer. Ja, das heißt, ich kann den kleinsten auf der einen Seite nehmen oder den größten auf der anderen Seite. So, das hatten wir gerade schon gesagt. Also der Fall ist irgendwie unspektakulär. Ja, den suche ich einfach und dann kappe ich einfach diese Verbindung hier. Ja? Das heißt, ich laufe darunter. Ich muss, wenn ich jetzt keinen, wir haben ja jetzt so eine Struktur. Ich hatte gesagt, der Verweis auf den Vorgängerknoten, also sozusagen der Verweis zurück, den mache ich mal blau hier. Ja? Der ist irgendwie optional, den muss ich nicht haben. Den hatte ich jetzt immer irgendwie hier angegeben, P von 11 wäre in diesem Fall die 23, der Parent-Knoten. Ja. Wenn ich den nicht habe, dann muss ich quasi mit zwei Zeigern da durchlaufen. Ich würde jetzt hier mit einem Zeiger einsteigen, aber ich brauche eigentlich zwei Zeiger. Ja, der eine, der läuft sozusagen immer einen Schritt hinterher. Wenn ich jetzt keinen Verweis auf den Vorgänger habe, ja, dann laufe ich sozusagen darunter. Ich würde jetzt versuchen, sage ich mal, die 10 zu löschen. Ja, dann würde ich sozusagen hier einen Zeiger haben auf die, ich laufe dann da, steige natürlich hier oben ein, bei dem Wurzelknoten, laufe dann entsprechend der Größe dieses Wurzelknotens, des Schlüssels, ja, vergleiche ich, okay, 10 ist kleiner, also muss das Wenn hier drin sein, in dem linken Teil, laufe ich darunter, ich lasse dann sozusagen einen Zeiger hinterherlaufen, ja, laufe dann darunter, ja, der würde dann hier hinwandern. Nennen wir den mal irgendwie X, den nennen wir mal Y. Das würde dann das neue X, das ist dann das neue Y. Ja, der ist dann hier irgendwie weg. Dann laufe ich hier runter, das ist dann das neue X, das ist das neue Y. Ja, und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt mit X den Knoten hier gefunden habe, den möchte ich löschen, ja, dann weiß ich, ich muss den, wenn ich sozusagen von, wenn ich die rechte Verzweigung hier an dieser Stelle genommen habe, weiß ich, ich muss den rechten Nachfolger meines Vorgängers löschen und würde dann einfach hier diese Kante kappen und den dann irgendwie, also in C würde ich halt irgendwie ein Free auf den Knoten machen, halt irgendwas damit machen, ausgeben, wie auch immer. Ja? Das wäre irgendwie dieser Fall. Der Fall, dass ich jetzt beispielsweise diesen Knoten hier löschen möchte, ein Knoten mit nur einem Nachfolger, ja, die 19 beispielsweise, ja, da muss ich den einfach überspringen. Ja, auch da brauche ich einen Zeiger quasi natürlich auf den Vorgänger. Also ich suche genauso wie eben auch die richtige Position. Ja, ich brauche den Zeiger auf den Vorgänger. Entweder habe ich das direkt in meiner Struktur drin oder ich lasse sozusagen einen zweiten Zeiger mitlaufen, ja, und überspringe sozusagen einfach die 19, indem ich dann diesen Zeiger hier umhänge auf den. Ja. Ändert an der Struktur nichts, weil wir wissen, oder erhält die Suchbaumstruktur. Wir wissen, alles, was rechts von der 17 liegt, ist größer als die 17. Ja, also egal, welchen Knoten ich hier jetzt nehme, der ist, wenn ich den da dranhänge, passt das. Ja. Erhält die Suchbaumeigenschaft. Genau, so, und das Dritte haben wir gerade schon gesagt, also der dritte Fall, wenn wir jetzt einen Knoten löschen wollen mit zwei Nachfolgern, dann wählen wir beispielsweise den minimalen Knoten im rechten Teilbaum, ja, und auch der erhält dann die Suchbaumeigenschaft. Und das Ganze sieht dann irgendwie so aus, das gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail durch. Sie implementieren das im Praktikum, da haben Sie ja genau die Aufgaben, mal so einen binären Suchbaum zu implementieren. Ja. Ja, hier sind im Prinzip die Fälle abgebildet, die wir gerade besprochen haben. Aufwand, den wir da haben, ja, genauso wie bei der Suche. Das heißt, wir finden den Knoten und dann haben wir ein paar Zeigeroperationen, die wir machen müssen. Die ist aber sozusagen im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtknoten
ist das konstanter Aufwand. Das heißt, wir haben insgesamt als Aufwand für die Operation jetzt ergänzt, auch um die beiden Operationen einfügen und löschen, haben wir den Aufwand, der abhängt von der Höhe des Baumes. Ja? Wenn wir den Baum schön ausgeglichen verteilt haben, ja, und die Höhe sozusagen dem Logarithmus entspricht, dann ist das logarithmischer Aufwand. Aber gucken wir uns mal den Baum hier an, der entsteht, wenn ich das mal jetzt irgendwie eingebe. Und zwar malen wir einfach mal den Baum. Ja? Wenn ich den jetzt mal hier so einzeichne, dann kommt hier irgendwie die 15 rein. Dann trage ich die 20 ein. 20 ist größer als 15, also kommt der Knoten hier hin. 17 ist größer als 15, kleiner als 20, also kommt der Knoten hier hin. 10 ist kleiner als 15, also kommt er hier hin. 6 kleiner als 10, also kommt er hier hin. 23 größer als 23, kommt hier hin. 21, wo kommt die 21 hin? Naja, ich laufe hier runter, suche die richtige Einfügeposition und er kommt hier unten hin. 21. Die 12 kommt hier hin. Die 19, wo muss ich die 19 einfügen? Gucken, ob sie noch wach sind. Unterhalb der 17, genau, die kommt hier hin. Ich habe ein bisschen klein gezeichnet. Die 4, die kommt hier hin. Die 8, die kommt hier hin. 11, wo kommt die 11 hin? Die kommt hier hin. Das ist ein schön ausgeglichener Baum. 24 kommt hier hin. 16 und die 13. Und wie der Zufall so will, ist das ein vollständiger binärer Baum. Höhe ist ja, Logarithmus zur Anzahl der Knoten. Das heißt, in diesem Fall wären die Operationen oder hätten die Operationen den Aufwand log n. Gucken wir uns noch ein anderes Beispiel an. Was ist, wenn ich das Ding eingebe? Mal so eine Frage vorab, ohne das jetzt einzuzeichnen. Was kommt da raus? Sehen Sie das? Ja. Das ist im Prinzip ein Strich, ne? Ein linearer Ast. Wir tragen die 1 ein. Okay, dann als nächstes die 2. Die kommt hier hin, weil sie größer ist. Oh, die 3 ist auch größer als die 2. Kommt hier hin. Dann kommt die 4. Dann kommt die 5, dann kommt die 6, dann kommt die 7, dann kommt die 8, dann kommt die 9 und dann kommt die 10. Ja? Und auch wenn ich es jetzt so schräg gemalt habe, ja, der Aufwand ist n. Ja, weil die Höhe sozusagen dieses Baumes halt genau n ist. Und das heißt, da haben wir jetzt den gleichen Aufwand, den wir auch bei einer linearen Liste haben. Oder bei so einer einfach verketteten Liste.